In der Tennis Space in Oberhaching, da rührt sich wieder was, da ist wieder was los, denn seit einigen Tagen dürfen die Berufssportler, also die Profis, die Tennis hauptberuflich spielen, wieder trainieren. Die Tennis-Profikarriere von Cedric Marcel Stäbe läuft seit 10 Jahren. Und doch wäre sie fast schnell erzählt. Denn der heute 29-Jährige wurde immer wieder von Verletzungen gestoppt und zurückgeworfen. Dabei begann alles sehr verheißungsvoll, als er 2008 bei den Junioren das Viertelfinale der US Open erreichte und im Doppel sogar den Titel gewann. 2010 wurde Cedric Marcel Stäbe dann Profi und ist seitdem auf der ATP-Tour unterwegs. Im selben Jahr gewann er sein erstes Future-Turnier und erreichte zum ersten Mal ein Finale in einem Challenger. Mittlerweile hat Cedric Marcel Stäbe bei Grand Slams und im Davis Cup gespielt. 7 Challenger-Turniere hat er gewonnen und über 1 Million $ Preisgeld eingespielt. Als höchste Platzierung in der Weltrangliste erreichte er Platz 71. Doch in den vergangenen 6 Jahren war ihm leider das Verletzungspech treu. Zusammengerechnet fast 4 Jahre musste er aussetzen. Jetzt ist Cedric Marcel Stäbe wieder fit und könnte voll angreifen, um wieder unter die Top 100 der Welt zurückzukehren. Und ausgerechnet jetzt macht auch die Tenniswelt eine Zwangspause. Servus Cedric, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ja, ihr seid eine der wenigen Sportler, die aktuell trainieren dürfen. Wie fühlt es sich denn an, wieder auf dem Platz zu sein? Ja, man muss schon sagen, es ist echt schön, wieder spielen zu können. Wir mussten ja jetzt 3 Wochen pausieren. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil wir dann unsere Form verlieren können. Aber ich bin froh, dass es nur so kurz war und von dem her ist es nicht so schlimm für mich gewesen. Trotzdem ist es ja jetzt noch nicht alles zurück im Normalzustand. Wie hat sich denn euer Training verändert? Ja, wir sind jetzt erstmal nur 3 Tage die Woche auf dem Platz, zumindest ich. Andere spielen noch ein bisschen mehr. Aber in dem Zeitpunkt von der Corona-Krise ist es noch ein bisschen zu früh, jetzt zu schnell anzufangen mit vollem Training wieder. Ich möchte es noch ein bisschen langsam angehen, da ich natürlich nicht die Lust verlieren möchte am Training. Und von dem her ist es schön, wieder an ein paar Sachen arbeiten zu können. Du hast es gerade schon gesagt, bisher ist es noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Hast du da jetzt trotzdem einen relativ konkreten Trainingsplan, weil ja jetzt erstmal das konkrete Ziel eigentlich wegfällt, worauf man hinarbeitet? Da hat sich jetzt wahrscheinlich auch der Trainingsplan etwas geändert, oder? Ja, natürlich. Also es ist, man versucht einfach wirklich ein bisschen Spaß zu haben mehr auf dem Platz. Es ist nicht alles so ernst. Wir versuchen an ein paar Kleinigkeiten zu arbeiten, wie mein Volley, mein Aufschlag, Übergänge ans Netz. Also es ist kein konkreter Plan jetzt, weil es einfach noch zu früh ist in dem Stadium. Von dem her einfach ein bisschen Spaß haben, natürlich die Hygieneregeln beachten und einfach ein bisschen auf dem Platz sein. Was ist das denn aber auch für eine Herausforderung für den Kopf? Du warst selber sehr, sehr lang verletzt. Ist es jetzt trotzdem was anderes, wenn du jetzt merkst, du wärst eigentlich fit, könntest spielen? Oder ja, was ist das für eine mentale Herausforderung? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Zum einen kenne ich es natürlich, da ich so lange verletzt war. Aber es ist trotzdem ein bisschen was anderes für den Kopf, weil damals durfte ich einfach nicht spielen und war gezwungen, nichts zu tun. Und jetzt ist es natürlich genau umgekehrt. Ich könnte eigentlich spielen und darf nichts tun. Von dem her versuche ich da natürlich gleich ranzugehen von der Mentalität her. Aber es ist trotzdem schon nochmal eine andere Herausforderung, weil ich jetzt einfach wirklich topfit war und auch gut gespielt habe die letzten Wochen und Monate. Von dem her ist es echt schwierig. Natürlich das einzige Trostpflaster ist, dass alle nicht spielen dürfen und alle die Form wahrscheinlich ein bisschen verlieren werden. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich das relativ schnell wieder in den Griff bekomme. Du trainierst an der Tennis Space in Oberhaching. Dort dürfen alle Berufssportler, also alle Profis, die Tennis hauptberuflich spielen,
aktuell trainieren. Wie erlebst du denn die Stimmung dort? Überwiegt da die Freude, überhaupt auf dem Platz stehen zu dürfen? Oder merkt man dann schon auch ein bisschen die Sorge, es stehen jetzt eben keine Spiele an? Dementsprechend auch gibt es finanzielle Einschnitte, weil wenn nicht gespielt wird, können auch keine Preisgelder ausgeschüttet werden. Ja, man merkt schon, dass es ein bisschen gemischte Gefühle sind, weil man trainiert ja einfach auf dem Platz. Man weiß jetzt nicht genau, was macht man, für was macht man das jetzt auf dem Platz, was macht man, wenn es wirklich noch bis Ende des Jahres gar nichts mehr geht oder vielleicht sogar ein gesamtes Jahr nichts mehr geht. Von dem her ist es einfach schwierig, da irgendwie was zu machen auf dem Platz. Man muss dem einfach irgendwie eine gewisse Aufgabe geben und gucken, dass es einigermaßen hinhaut und man bei guter Laune bleibt. Das heißt, gutes Durchhalten weiterhin. Wir drücken die Daumen. Wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder Sport gibt, dass bald die Sportler wieder auf die Plätze zum Spielen dürfen. Danke dir und bleib gesund. Ja, danke. Ciao.